präsentiert von Rolex. Der gefeierte Tenor Juan Diego Flores leitete das erste von drei Rolex Perpetual Music Konzerten zur Unterstützung von Sängern und Musikern in diesen schwierigen Zeiten. Der Abend in Rossinis Geburtsort, der italienischen Küstenstadt Pesaro, brachte Künstler aus aller Welt und das Rossini-Sinfonieorchester auf die Bühne. Die Perpetual Music Konzerte sind eine wunderbare Initiative. Sie helfen der Welt der Künste, insbesondere der klassischen Musik. Ich bin es gewohnt, eine Verbindung mit dem Publikum aufzubauen, zu sehen, wie ein volles Theater auf die Oper, auf die Handlung reagiert. Nach einer Arie applaudiert. Man vermisst diese Stimmung, diese Energie aus dem Publikum. Die aus Georgien stammende Sopranistin Nino Machaite ist eine der von Flores handverlesenen Sängerinnen. Seit Monaten habe ich keine Auftritte gehabt, war zu Hause. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen, wieder mit einem Orchester zu singen, diesen Zauber zu spüren, den wir Künstler nur auf der Bühne erleben. Auf dem Programm stehen Auszüge aus Rossini-Opern unter der Leitung des amerikanischen Dirigenten Christopher Franklin. Als sie mir dieses Programm schickten, war ich wirklich glücklich. Denn manchmal hört man in Opernprogrammen nur die größten Hits. Einige davon gibt es auch in diesem Programm, aber es gibt auch getragene, romantische Rossini-Arien. Es gibt ein bisschen Drama und dann gibt es Stücke, die die Leute vielleicht noch nie gehört haben. Ich habe die Arie Tarenti al Mesto Pianto gewählt, weil sie wirklich unbekannt ist. Da ist die Cabaletta, der schnelle Teil. Und das ist vielleicht der extremste Rossini, den man finden kann. Hohe Cs. Und noch ein hohes C. Ich habe die Arie schon aufgenommen, aber noch nie live gesungen. Die beiden weiteren Rolex Perpetual Music Konzerte werden Anfang September in Berlin und Paris aufgeführt. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.